weggemacht. Oh, puh. Ich habe eine Schnauze. Darum kümmern wir uns gleich. Ja! Wo kommen wir raus? Wo kommen wir raus? Wo bin ich? Hier? Ja, hier ist Geld. This is so mean. Na, funktioniert leider nicht. Schade, okay. Dann muss ich das gleiche nochmal machen. Also da oben hin und dann blub blub und bli und blablab blab machen. Ich glaube, ich muss sogar nochmal hier die Flasche holen. Weil es ist ja nicht gespeichert worden von da an. Ja, besser. Manche Gerüche sind einzigartig. Ja, nie wird man brennendes Menschenfleisch mit einem Lammkotelett verwechseln. Ja, weil es auch nach Hühnchen riecht. Weiß ich, keine Ahnung, ich habe noch nie Menschenfleisch gerochen, das gebrannt hat. Zum Glück, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, für mich ist das viel schon. Man darf sich glücklich schätzen, wenn man kein Menschenfleisch gerochen hat. Weil Menschenfleisch riechen, also ich meine, wenn es gebrannt ist. Das ist echt gut, wenn man es nicht gerochen hat. Oder wenn man überhaupt. Es ist einfach gut, wenn es noch nie gewandt hat bei ihm und man ist auch noch nicht umgekommen durch Feuer. Und genau deswegen laber ich Scheiße. Ah, Himmel. Die Hitze macht meinen Kopf so mürbe, so mürbe. Ich lag so gerne mürbe drüber. Bring mich schnell hier rüber, kleine Alice. Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet die ganze Welt. Erinnerst du dich? Ein bisschen. Also die Daimyo. Daimyo, der beste von Daimyo, ja. Kannst du mal. Alter, das ist halt voll viel. Geh weg. Lauf, bitte, bitte lauf, renn, so schnell du kannst. Es, diese Waffe ist einfach so scheiße, manchmal. Alter! So.
Ja, mach, mach, mach. Macht so keinen Spaß. Das macht so keinen... Lass mich in Ruhe. Was ist das? Wie soll man den denn besiegen? Ich hab doch schon diese scheiß Blubberkacke aufgelöst. Echt mal, von irgendwas Schwierigem in was anderes Schwieriges ist es nicht nett. Nicht nett. Muss ich vielleicht gleich den hier ausrüsten? Ja, den. Nee, den. Bis gleich. Da, wieder da, wieder da, wieder da. Da, da. Das war doof, das war doof. Ich kann das echt nicht. Ich kann das sowas nicht. Der hat schon weniger an, 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 ich weiß nicht, wie ich bin, ich weiß nicht, wie ich bin. Geh weg von mir, du widerliches Kackvieh. Oh, das war zu wenig. Ich hasse sie. Ich hasse sie manchmal so sehr. Einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen. Lauf! Okay. Schnauze. Wo ist die Schnauze? Schnauze! Du kannst auch fliegen, du kannst unsichtbar sein, du kannst alles sein. Die ist nah. Die ist nah. Die ist nah. Ist sie unsichtbar? Boah, dass ich die nicht sehe.
gibt's nicht. Dass ich die nicht gesehen habe. Nee, da. Nee, nee, nee. Noch was Schickes? Hier? Nein, gut. Kann ich jetzt weitergehen? Oh mein Gott, ich hasse... Ich hab, oh bitte. Oh nein, ich vermute, dass der öfter noch irgendwann kommt. Zählst du? Hm, zählst du. Ameisen. Das sind Ameisen. Die Wespen greifen die Ameisen an. Glaube ich. Hallo? Ist sie die Auserwählte? Die Rettung? Unsere Wohltäterin. Es ist alles. Die Große, die Mächtige, die Mutige, die Tollkühne, die Wahnsinnige, die Ungestüme. Danke. Genau so möchte ich beschrieben werden. Merkt euch das. Da muss ich doch gleich mal Barben zerstören. Okay. Sprich mit dem Ältesten. Das musst du wirklich. Er weiß Dinge. Er denkt sogar Dinge. Weil er kann denken. Erinnerung, okay. Das war das Kuh. Das kleine Kuh-Rabbit. Rabbit. Hallo, Lisa. Wir behalten nur eine der Lampen, Alice, als Nachtlicht. Aber nur im Flur oben und nur bis du 12 wirst. Lampen? Die behalten nur Lampen bis was? Aber Lampen brauchen wir doch immer. Stellt euch vor, es ist so dunkel. Das ist ein Schnauzenzeichen. Da will ich aber nicht hin. Da will ich hin. Oh, die arme Geisha. Hoffentlich muss ich das nicht sehen. Hihi. Ich wollte mich doch heilen. Mann. Ah, eine blöde Umsicht. Ah, sie gibt mir ein Geschenk. Danke, liebe Geisha. So, ich will schon wieder rollen. Aber es funktioniert nicht. Ihr schafft, okay, das, oh weh. Das kennen wir auch irgendwie, wenn es genau das gleiche Deine ist. Deine Erfolge in Kampf und Rätseln legen nahe, dass du den kommenden Aufgaben gewachsen bist. Das Mentale wird deine Würdigkeit bestätigen oder deine Niederlage verkünden. Ja, Ältester. Sag mir nicht, dass das, oh nein. Es wird genauso sein wie bei den kleinen Austern. Juhu! Ich wollte da mal was zerstören. Ich war nicht schnell genug. Du wolltest sterben. Du kamst dein Tod. Oh mein Gott, ich hasse Zeitspiele. Gucken, nichts passiert. Das sind nur Lampen, ja? So Glühwürmchen. Gut. Dann haben wir ja schon mal eines gesammelt. Von dreien wahrscheinlich wieder, die dann wieder zusammengesetzt werden müssen. Und ja. Ah, ist das warm. Herrlich. Ich habe eine eigene Sauna in meinem Zimmer. Wer hat das heutzutage nicht mehr? Ganz, ganz. Die Angelegenheit war günstig. Ich musste mein Zimmer nicht mal umbauen. Es war einfach schon warm. Und nicht mal des Nachts wird es kalt. Naja, nackt schlafen geht ja auch. So.
da fehlt mir aber. Ich wollte schon sagen, da fehlt mir doch was. Bam. Ein bisschen Tee. Betty Bam, hallo? Kommt mir so komisch vor. So einfach. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Oh, okay. Der muss nach hier. Ging das nochmal so? Bestätige ich. Ah, so. Nein, so, dann den. Tada! Unglaublich schwer, zum Glück leicht. Du kannst uns retten. Ich öffne den Pfad. Danke, lieber Ältester der Ameisen. Dann werde ich mal durchgehen. Dann werde ich mal hindurch. Ich mag sowas. Das ist sehr hübsch. Sehr hübsch ist das. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Schließt euch nur mal hinter mir. Ihr wollt mich immer aussperren. Ich bin unfreundlich. Hindurch. Da, da ist ich was. Äpfel und noch eine Gescha. Aber sie hat nicht so große Brust. Sie ist faktisch krank, stellt sich verrückte Dinge vor und hat einen Heldenkomplex. Einen Drang, anderen zu helfen, weil sie sich selbst nicht helfen kann. Und einen Hang zur Weltverbesserung. Sie will den wahren Sinn ihres Lebens entschlüsseln. Und weiß nicht, wer den Schlüssel hat. Das war eine gute Einstellung von ihr. Alter, ich hasse sowas. Was kann ich echt nicht haben? Diese Schwern und erkennt dich wegen. So, als ob ich das nicht da reingeschafft hätte in den Strom. So, einmal warten. Ein bisschen da, ein bisschen da. So, bewegen wir uns. Ah, sie treffen sich. Oh, bin ich blöd. Nein, ich will noch nicht. Ich will das Geld. Das Geld. Gib mir das. Danke. Dankeschön, Dankeschön. Was könnte das noch heißen? Dabei sind diese Mahjong-Steine ziemlich lieb. So, klein machen. Am meisten da lang. Wahrscheinlich habe ich schon irgendwas verpasst. Irgendwas habe ich bestimmt schon verpasst. Wie auch sonst. Wer könnte denn so klug sein und nichts verpassen? Genau, die Leute bitte komplett lösen. Hallo. Die wilden Wespen belagern uns. Sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Mhm. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Heim zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Den Daimios habe ich doch schon getötet. Oder sind das die Wespen, seine Diener, die Daimios-Krieger heißen? Oder ist er Daimios? Und oh mein Gott, ich bin da reingefallen. Okay. Kein Spiel für kleine Kinder. Was ist da? Da ist eine unsichtbare Wand. Und hier. Au. Ich muss den Gipfel erklimmen. Und ich bin jetzt beim zweiten Punkt. Heißt das, ich mal hier rein interagieren? Hallo, ich gehe in dein Bild. Dass das geht, cool.
kann sie, also Alice kann sich wie sonst bewegen, springen, hüpfen, schrumpfen und weiter. Bewege dich vorsichtig, Gegner entgegen. Gegner zu entgehen. Ein Bild häuslicher Harmonie und Ordnung. Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit. Liebende Familien gediehen, glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen sicher, geschäftig und frei. Aber ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper und beinahe auch ihren großzügigen Geist. Na, Konzentration. Ah, wie süß.